Jo, willkommen zurück zu GTA 5 und hier in dieser Suffbude mit Trevor. Wie komme ich denn hier raus? Ja, hier runter. Okay. Ja, so ein Haus wäre wahrscheinlich schöner, würde man es auch besser, ja, verschönern, sag ich's mal. Besser. Gut, wo gehen wir denn hin? Da ist wahrscheinlich die nächste Story-Mission bei den Chinesen. Wir gehen aber erstmal zu einer Nebenquest. Und zwar hier gleich nebenan. Da können wir mal kurz vorbeischauen. Direkt mal die Mucke ausmachen. Weil Copyright. Oh, ich liebe diese Karre. Die klingt so geil. Ich mag sie einfach. Mal gucken, was heute alles so passiert ist. Letzte Folge haben wir ein Flugzeug einfach geklaut. Okay, was können wir hier machen? Moin, Jungs. You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we exactly, up, huh? Get up. Oh. Sorry, man. We're Help. Sorry. Help! There's a guy with a gun! Was? Neutralisier 25 Hinterwälder? Okay, komm runter. Was zum Fick? Okay, wir sind auf Steroiden. Alter! Fahr zur Hölle! Oh, scheiße. Schnell nachladen. Oh Gott, die kommen ja auch alle jetzt hier an. Kann ich gar nichts kaputt machen? Warte. Boom. Ja, yeah, stirbt alle. Muhahaha. Ja, auch der Bauarbeiter. Nobody talks about my mother. Ja, lass meine Mutter in Ruhe. Du da hinten auch noch. Und du da auch noch. Der da. Ich glaube, Trevor träumt er. Oh Scheiße, steh auf. Oh fuck. Ich sterbe gleich. Lad doch Mana. Meine Güte. Wie viele Kills habe ich? Ich sehe das gerade nicht, weil ein Kabel davor steht. Nein! Das war's. Ich hoffe, da ist jetzt auch nicht die Quest weg. Nein, wirklich? Ich sehe es aber auch gar nicht. Okay. Mein HDMI-Kabel ist gerade abgegangen. Aber warum steht denn da immer noch 9? 0. Muss ich da irgendwelche besonderen Leute töten? Jetzt steht da 5, okay. Keine Ahnung, was ich jetzt da anders gemacht habe. Ich will da oben sein. Ja, am besten wir stellen uns hier hinter. Na, komm her, komm her. Mit deiner Knarre. You couldn't keep your mouth shut, could ya? So, den hier auch nochmal. Ja, das ist eigentlich eine gute Taktik, hier hinter einfach ein bisschen rumzuschießen, den wegzuballern, den, da hinten noch. Hier oben ist noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön an der Wand sich hinstellen. Ja, sehr viele Männer tot.
Okay, ich hab schon 20. Aber ich brauche noch ein bisschen. Oh, hier gleich einer. Ja, das klappt viel, viel besser. Gut. Die gehen jetzt alle hier hoch. Oh, oder nicht? Ne, lad doch nach. Oh, die Zeit ist gleich vorbei. Ich hab's nicht geschafft. Oder doch? Okay, das zählt auch. Oh. Na, ein bisschen was abgegangen. Wie der mich immer daran fragt, ja, ich will doch speichern. So, wo ist mein persönliches Fahrzeug wieder? Komm, wir klauen eins. Okay, das habe ich nicht so ganz angeschossen. Also, das kann man noch fahren. Gut, dann können wir jetzt weitermachen mit der Hauptstory. Stimmt, wir können ja hier auch so Landeplätze kaufen, aber nee, lass mal. Das ist so ein Ding, das würde ich halt eher in GTA Online machen, statt in der Story. Außer wenn wir es natürlich brauchen. Ich hoffe, dass wir es nicht brauchen. Weil das mag ich nicht so an Spielen, dass man immer irgendwas erstmal kaufen muss, damit man weiter an der Story spielen kann. Aber okay, jeder Geschmackssache. So, noch ein Kilometer, meine Güte. Kmh. Kann der driften? Warte mal. Ach, geh doch aus dem Weg, ich wollte driften. Okay, aber er kann. Ey, dieser Ort kommt mir sehr bekannt vor. Ist das nicht der Ort, wo wir auch am Anfang von GTA 5 waren? Also, das hat schon ziemliche Ähnlichkeiten. Aber na gut. Kann auch nicht so sein. Gut, ist hier Mr. Chang? Letztes Mal war ja auch hier Mr. Chang. Also, gucken wir mal hier rein. You sure as shit are one dumb, ignorant, white trash hillbilly, Wallace. You're damn right! Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la! Quiet in! Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 壞家伙,壞死了,要不要我幫你放鬆一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Huh? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Ich kann Trevor genauso verstehen. Junge, ich kann diesen Mr. Chang halt überhaupt nicht ernst nehmen. This music's all fucking wrong. Warte, ich mach's aus. Besser? Ja, viel, viel besser. Oh, Alter! Was war mit denen los? Habt ihr es gesehen? Ich hatte Vorfahrt und der fährt erstmal links. Ey, der hat echt eine Störung. Oh.
Ich wollte nicht nach Sandy Shores. Ach, verpiss dich, Oma. Ey, der fällt auch noch mal hinten rein. Was für ein Wichser. Ja, ganz normaler Tag hier wieder in. Ach, was für der jetzt? Trevor Phillips! Elwood O'Neill! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, Bella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! They're dead, all of them, inbred hillbilly twats! Nimm doch nicht immer das so ernst. Komm ganz runter. Ganz ruhig. Ja, oh, hier, oh, schöne Bauernhütte. Das sah wirklich echt schick aus hier. Das gibt dich zu dem Aussichtspunkt auf dem Hügel. Warte. Ist da O'Neill? Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Ich hab gar nicht zugehört. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. Right. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Oh, how many brothers you got, you? Los geht's. Inbred freaks. I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you, and I'll talk. Machen wir diese Scheune. Diese hässliche. Trevor, was ist denn mit dir? Wie schnell stirbst du? Alter, ich bin ein paar Meter gelaufen. Er stirbt direkt. Er wurde kurz angehustet. Gut, aber jetzt habe ich glaube ich wieder volles Leben. Das hat sich vielleicht jetzt gelohnt. Warte, wechseln. So. Moin, was geht? Ihr seid nicht gepanzert, das ist besser so. Wir haben einen Mann down. Ach nee. Seid ihr irgendwie alle gleich? Boah, das sieht gerade nicht gesund aus, wie der da schießt. Sein Rücken ist ganz komisch. Dich habe ich gesehen. Oder? Fuck, ich muss hier weg. Oh, Scheiße. Alter, ich wollte gerade mich heilen. Bruder, das ist so kacke schwer, wenn dich alles anballert und du dann erstmal noch irgendwie was zum Heilen holst. Kann ich überhaupt mehr was zum Heilen holen? Nö. Dann nochmal. Wer schießt mich denn von hinten? You're all dead! Wachen suchen nach dir. Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, Spiel. Danke für den Tipp. Hä? Ich kann auch noch durch die Büsche schießen? Es wird immer bescheuerter. Bruder, was soll ich denn machen? Ich snipe dir jetzt von hier aus. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it. So ist vielleicht besser. Da haben wir noch einen. Ja, so ist viel, viel besser. Warte. Genau, so ist passen. 3, 2, 1. Jawohl. Jawohl. Tatsächlich, snipen ist halt wirklich viel, viel besser.
Alter, das ist voll entspannt. So. Haben wir dann noch irgendeiner? Ich sehe gerade. Da ist noch einer. Ausgeschaltet. Noch irgendwo einer? Nee. Sieht erstmal sicher aus. Laufen wir erstmal hier lang. Ja, gut. Weiter. Vorsichtig. Wird diesmal nicht offensiv reingehen. So. Sondern ganz vorsichtig. Wo ist der Eingang? Ah, warte mal. Da können wir nochmal reinschießen. Nicht mit Waffen, die keinen Schalldämpfer haben. Hä? Doch, da hat jemand gesehen. Fuck! Die haben mich gesehen. Kill ya! I'm coming for you! You don't wanna come in here, Trevor! Speak overtime! Warte, das Haus einfach mit Granaten voll. Das ist viel, viel besser. Wo sind die denn? Ich komm jetzt rein, Jungs. Oh, es brennt, warte. Weg vom Feuer. Aua. Schön, dass die hier sich verbrennen. Oh, Scheiße. Geh doch weg dort. Hilfe. Ich wäre fast gestorben. Gut, haben wir. Wo geht's nach oben? Okay, ist nur der Keller. Ach, wir müssen nach unten. Okay, wir müssen nach unten. Gut, alle Meth-Drogendealer hier ausgeschaltet. Komm, ja, schön. Schön verbreiten. Ja, jetzt wird's schön lecker Feuer schmecken. Das riecht doch toll. Öl riecht am besten für die Wohnung. Deswegen verbreite ich das auch so ein bisschen schön, dass man nicht den Gestank von den Leichen noch riecht, sondern der Ölgestank ist da besser. Ich wusste gar nicht, dass ein ganzer Ölkanister für so viel reicht. Aber okay. Everything you've built, see how it feels. Jetzt geht's los, Alter. Die Cops werden so abgehen. Also, wenn die überhaupt kommen. Weil irgendwie bei Trevor kommt gar kein von den Cops. Aber okay. Burn! Los, burn! Burn, you disrespectful pricks! Burn! Burn! Uhahaha! Jawohl! So ist richtig. Dafür stehe ich für meinen Namen. Nehmt das, ihr Arschlöcher! Ja, so habt ihr es verdient. Gut, schnell raus hier. Wo muss ich überhaupt lang? Egal, ich fahre jetzt einfach hier raus. Jawohl, Drogenhöhle. Nice. Gut, dann gehen wir nochmal zu seinem Zuhause und dann würde ich sagen, würden wir den Part auch beenden. Noch hier rüber, warte. Zierung. Es wird jede Folge wird immer spannender, finde ich. Also, es passieren immer neue Ereignisse, was ich richtig geil finde. Jetzt packen wir ein ganzes Haus ab. Das macht irgendwie echt Spaß, so zu sehen. Das war jetzt ein bisschen nervig mit der KI, weil die
Die ballert dich trotzdem weg, obwohl du in Gebüschen bist. Aber okay, früher war die KI eh noch nicht so ausgereift. Deswegen kann ich das ein bisschen verstehen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und sehen uns mit Trevor wieder. Haut rein. Ciao, ciao.